Hallo, ihr Lieben. Ich habe das tiefe Bedürfnis, heute mal was zum Thema Muttersein zu sagen. Was diese Welt, was wir alle am allermeisten brauchen, sind liebende, wahre, echte Mütter. Was meine ich damit? Was bedeutet denn Muttersein? Muttersein bedeutet, du erschaffst, hältst einen Raum der Fürsorge, der bedingungslosen Fürsorge, für ein Wesen, das auf die Erde kommen möchte, das noch nicht alles für sich selbst tun kann. Du gibst ihm Raum, du gibst ihm deine Zeit, deine Liebe, deine Fürsorge, deine Ressourcen, damit es sich hier auf Erden zu dem entfalten kann, was die Schöpfung meinte, als sie dieses Wesen schuf, beziehungsweise natürlich, was die Seele meinte, was die Seele wollte, als sie sich entschieden hat, hier zur Erde zu kommen. Mutter zu sein bedeutet, du gibst dem der Seele, die sich inkarniert, fürsorglichen, liebenden, liebevollen Raum für das, was die Seele als körperliches Wesen noch nicht für sich selbst tun kann. Und dann lässt du sie los. Was bedeutet Mutter sein nicht? Emotional von diesem Wesen abhängig zu sein, das da kommt. Davon abhängig zu sein, dass es sich auf eine gewisse Weise verhält und auf eine gewisse Weise nicht verhält. Es bedeutet nicht, dass du Bedingungen an deine Fürsorge knüpfst oder dass du dieses Wesen brauchst, damit dein eigenes inneres Kind irgendwas bekommt. Als Mutter bist du für dieses Wesen da, das sich dir anvertraut hat. Und der Kreislauf des Lebens geht so. Dieses Wesen ist dann wiederum als Mutter oder auch als Vater für die Wesen da, die sich ihm anvertrauen. Warum sage ich das? Weil ich immer wieder erlebe, als wie schwach das stärkste Wesen dieses Planeten, eine liebende Mutter, dargestellt wird. Ich habe selbst auch erlebt, immer wieder dieses, kümmere dich um die Mutter, sei für die Mutter da, kümmere dich um deine Mutter. Und damit ist immer gemeint emotional, als bräuchte eine liebende Mutter ihr Kind, um sich emotional zu stabilisieren. Alles, was dem nicht entspricht, ist für mich nicht Muttersein. Es gibt für mich keine guten und keine schlechten Mütter. Es gibt nur entweder du bist Mutter oder du bist in dem Moment nicht Mutter. Muttersein ist für mich eine heilige, hochheilige Aufgabe, nämlich die Aufgabe einer Seele, den Raum zu geben, hier auf Erden, sich hier auf Erden zu verkörpern und ihm dieser Seele das zu geben, was sie braucht, in Übereinstimmung mit dem Schutzengel, mit der Seele selbst, was sie braucht, um sich hier auf Erden als das zu verkörpern, wozu sie hier ist. Punkt. Punkt. Alles andere ist für mich nicht Mutter sein. Ich habe gerade gestern eine intensive Sitzung gegeben, eine intensive Session, wo es wieder darum ging, enttäuscht zu sein von der eigenen Mutter, weil sie uns nicht das vermittelt oder geben konnte, was wir gebraucht hätten. Ja, in dem Fall war sie keine Mutter, weil sie selber nicht konnte. Das Gute ist, das macht nichts. Es gibt diese Mutterkraft auch unabhängig von der Frau, die deine Mutter ist. Es gibt diese Mutterkraft unabhängig von dem Familienfeld, in dem du aufgewachsen bist, glücklicherweise. Und ich will jetzt mal für euch eine kleine innere Reise oder keine innere Reise. Ja, ich rufe jetzt mal die Kraft des Feldes, der Mutterkraft, diese grundsätzliche mütterliche Fürsorge. Das ist ein Bewusstseinsfeld, das ist ein Energiefeld. Das ist nichts, was deine Mutter verkörpern muss. Ja?
Schön, wenn sie es verkörpert. Herzlichen Glückwunsch, wenn sie es verkörpert. Vielleicht geht es aber darum, dass du selbst jetzt dieses mütterliche Feld für dich, für dein inneres Kind verkörperst und damit natürlich dann auch für alles, was durch dich bemuttert werden möchte. Und das sind nicht nur physische Kinder. Das ist alles, was Mutterliebe, bedingungslose Fürsorge braucht. Also im Prinzip alles. Deshalb, wenn du möchtest, schließ mal deine Augen. Und ich rufe jetzt das bedingungslose Feld der mütterlichen Fürsorge, die reinste Mutterkraft, die reinste Mutterkraft, unabhängig von Menschen, unabhängig von der Frau, die dich geboren hat, vollkommen unabhängig davon, die reine Kraft des Mutterseins, die bedingungslose mütterliche Kraft. Ich rufe dieses Feld. Ich bitte dich, reinste Kraft, reinste fürsorgliche Mutterkraft, ströme jetzt zu allen verlorenen inneren Kindern hin, zu allen einsamen inneren Kindern. Gib allen inneren Kindern das, was die physische Mutter nicht konnte. Und du, wenn du zuhörst, du hast die absolute Erlaubnis, die ausdrückliche Erlaubnis, deine inneren Kinder in das Feld der reinen mütterlichen Fürsorge hineinzusenden, sich dort auftanken zu lassen und dann zu dir zurückzukommen. Probier das. Ich sehe einen Strom von inneren Kindern, die jetzt in diesem mütterlichen Feld Heilung erfahren, Erlösung erfahren. Gleichzeitig bitte ich dich, nimm wahr, ob es Anteile von dir selbst in diesem mütterlichen Feld gibt. Du kennst das aus anderen Bereichen. Ich frage zum Beispiel, gibt es Anteile von dir im Engelfeld? Ja. Und jetzt schau bitte, gibt es Anteile von dir in diesem mütterlichen Bewusstseinsfeld? Das Feld der bedingungslosen Fürsorge. Der bedingungslosen Fürsorge. Gibt es Anteile von dir, die hier schwingen? Wenn ja, spürst du sie jetzt? Und wenn ja, rufe sie in deinen Körper hinein, wenn es sinnvoll ist, dass sie sich verkörpern. Vielleicht auch nicht, das wissen die Anteile selbst und dann bleiben sie einfach oben und wirken aus dem mütterlichen Feld heraus, ohne sich zu verkörpern. Bedingungslose Mutterkraft ist die stärkste Kraft dieses gesamten Planeten. Diese Kraft strömt jetzt hin zu dir, heilt unermessliche Einsamkeit der inneren Kinder. Und diese bedingungslose, radikale Fürsorge strömt jetzt ins gesamte Kollektiv aller, denen die Mutter fehlt. Die Mutterkraft fehlt und dabei spielt es keine Rolle, ob du eine physische Mutter hattest oder nicht. Also natürlich hattest du eine.
eine präsente physische Mutter hattest oder nicht. Und diese bedingungslose mütterliche Kraft strömt jetzt hin zu allen Müttern, zu deren inneren Kindern, ins gesamte Kollektiv und insbesondere in alle Ahnenfelder. Wir rufen die bedingungslose, radikale, fürsorgliche Mutterkraft in deine Ahnenlinien. Wirke in den Ahnenlinien. Nähre und heile die unermessliche Einsamkeit der inneren Kinder, der Kinder, die ihr alle einst wart. Ich rufe die bedingungslose mütterliche Fürsorgekraft als wirksame Energie auf diesem Planeten, als stärkste Kraft auf diesem Planeten. Und wenn du in die Tierwelt schaust, weißt du, dass das stimmt. Es gibt niemand, der gefährlicher ist als ein Muttertier. Die stärkste Kraft dieses Planeten ist eine liebende Mutter. Ich rufe die Kraft der liebenden Mutter, der fürsorglichen, bedingungslosen Mutter, die nährt. Diese Kraft, dieses Energiefeld zu dir, zu mir, zu allen verlorenen inneren Kindern dieses Planeten, in alle Zeitlinien hinein, in alle Parallelwelten hinein. Vielleicht spürst du, wie sich eine Riesenwelle von bedingungsloser mütterlicher Kraft über alles ergießt. Heile. Diese Mutterkraft erlöst uns alle aus unserer tiefsten Einsamkeit. Diese unermessliche Einsamkeit, die wir als Kinder erlebt haben, inmitten unserer Familien, wird geheilt, gelöscht durch das reine Kraftfeld der fürsorglichen Mutter. Jetzt, so sei es, jetzt. Mütter sind die stärksten Wesen dieses Planeten. Echte Mütter. Nicht Frauen, die Kinder gebären, sondern Wesen, ob Mann, ob Frau, die von dieser bedingungslosen mütterlichen Fürsorge durchströmt werden und sie praktizieren. Sind die stärksten Planeten, die stärksten Wesen dieses Planeten. Weißt du und das spürst du. Heile in diesem Feld, heile in dieser Kraft. Wir aktivieren die bedingungslose Fürsorgekraft des Mutterbewusstseins, des Mutterfeldes. Die Lichtwesen, die diese Mütterlichkeit verkörpern, verlichten, kommt auf die Erde, wirkt. Die Anteile,
die hier auch als Menschen existieren. Wir aktivieren euch. Ja, und ich sehe jetzt unendlich viele Lichtbahnen aus diesem großen, lichtvollen, mütterlichen Feld sich verbinden mit Menschen und Mutterfeld, verbinde dich mit dem Herzen der Erde. Verbinde dich mit Gaia. Jawohl. Großartig. Selbst da war eine Trennung. Selbst da war eine Trennung. Wir verbinden das Lichtwesen Gaia mit dem großen Lichtfeld, Bewusstseinsfeld der bedingungslosen, fürsorglichen Mutterkraft. Hütend, nährend, versorgend, im Dienst am Leben und nur im Dienst am Leben. Für alle inneren Kinder, auch für die inneren Kinder aller Mütter, selbstverständlich, aller Väter, selbstverständlich, für alle inneren Kinder. So sei es. Langsam kommst du wieder hierher zurück. Verbunden jetzt mit der bedingungslosen Kraft des Mutterfeldes. Geheilt, genährt. Vielleicht sogar dieses Mutterfeld verkörpernd. Spürst du diese Kraft? Im Medizinrad ist es die Erde. Und gleichzeitig ist es wie alles ein spirituelles Bewusstseinsfeld. Ich bitte dich von ganzem Herzen, reiche dieses Video weiter, wenn du magst. Vielleicht ist es gerade wichtig. Für mein Gefühl ist es gerade wichtig. Und wenn du sagst, ich brauche noch viel mehr Mutterkraft, dann werde ich dir unten was verlinken. Da geht es um die 13 Clanmütter. Ein wundervolles Seminar von Thomas Young, den ich sehr schätze. Nächstes Jahr, falls es dich ruft, die Clanmütter hüten diese Mutterkraft hier auf Erden, wie viele andere auch, wie viele andere auch, wie du vielleicht auch, aber die eben auch. Ich verlinke dir das einfach da unten jetzt mal. Mütter, die in ihrer Kraft stehen, sind die stärksten Wesen dieses Planeten. Lass dir da auf keinen Fall irgendwas anderes einreden. Und glaub auch nichts anderes. Eine Mutter, die von ihren Kindern Schutz braucht, ist in diesem Fall keine Mutter. Was auch in Ordnung ist. Vollkommen in Ordnung. Es ist aber in diesem Fall keine Mutter. Und mir ist es deshalb so wichtig, weil dieses Mutterfeld häufig so komisch dargestellt wird. Sorge für die Mutter. Nein. Ganz bestimmt nicht. Unter gar keinen Umständen. Sorge für die Frau, die dich geboren hat. Gerne. Aber das ist nicht die Mutterkraft. Mir ist das wirklich heilig. Diese schwachen Mutterfiguren in allen Filmen, ihr müsst euch um die Mutter kümmern. Da könnte ich immer, boah, da werde ich richtig wütend. Weil eine Mutter ist per se
verkörperte Fürsorge. Das heißt nicht, dass die Frau verkörperte Fürsorge ist, aber die Mutter als Mutterkraft ist verkörperte Fürsorge. Und selbstverständlich weiß eine Mutter, wenn sie verkörperte Fürsorge ist, dass auch sie selbst diese Fürsorge braucht und gibt sie sich. Selbstverständlich weiß das eine Mutter. Alles andere ist nicht Mutter sein. Ich möchte es nochmal ganz klar sagen. Ich hoffe von Herzen, euch gedient zu haben. Ich hoffe es wirklich von Herzen, ihr Lieben. Bis ganz bald und schaut bitte da unten in die Beschreibung dieses Videos. Da gebe ich euch den Link, falls euch die 13 Clanmütter rufen. Clanmütter rufen. Freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.